zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag hier, direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen heim mit einem Gast, der etwas Interessantes zu sagen hat. Heute ist das der Jürg Grossen, Nationalrat Bern, Grünliberal und Präsident der Grünliberalen. Willkommen, Jürg. Vielen Dank für die Einladung. Wir trinken heute wieder ein Wein wie letzte Woche von Vinigma. Das ist der Sponsor von dieser Sendung. Und das ist ein Basler Winzer, der in verschiedenen Weinregionen entweder ein Weingut hat, also in der Bündner Herrschaft, oder Trauben einkauft und in Basel vinifizieren. Das ist der A Priori. Das ist ein Assemblage aus 50% Humagne Blanche und Petit Darwin zum Wohl. Gute, Dominik. Fein. Und er tut das, gut, ja. In Basel machen, junge, ein bisschen kreative Winzer. Er macht ein bisschen verrückte Sachen. Zum Beispiel die zwei Sachen zusammen tun. Das ist nicht so üblich im Wallis. Aber manchmal brauchst du einen Basler, der vielleicht im Wallis Sachen einkauft. So wie Grün und Liberal zusammen tun. Das habe ich jetzt hast du mir gerade Pointe weggenommen. Ich meine, ihr seid ja auch ein bisschen innerhalb so ein bisschen vom Grünen. Ihr seid von aussen, ihr habt Sachen von anders machen, von anders denken. Und jetzt gibt es Stimmen auf der bürgerlichen Seite, die sagen, ja, die Grünliberalen, die machen ja nichts anderes als die Grünen. Zum Beispiel in der Energiepolitik. Oder ich meine, ja, dort sind ihr sehr nahe bei Ihnen und gleichzeitig stehen wir vor riesigen Herausforderungen. Der Albert Rösti sagt, wichtiger ist ihm Energiepolitik und dann Klimapolitik. Wir müssen genug Energie haben, um dann können dekarbonisieren. Würdest du sagen, er hat recht? Ja, er hat nicht unrecht, oder? Man muss ganz ehrlich sein, wir haben tatsächlich ähnliche Zielsetzungen wie die Grünen, oder gar die gleiche. Wir wollen nämlich auf Netto Null kommen, wir wollen dekarbonisieren einerseits und wir wollen eine sichere und gute Energieversorgung in der Schweiz sicherstellen. Und ja, welchen Weg gehen wir jetzt da, oder? Das ist ein bisschen die Frage, ob wir jetzt da, wir können ja nicht zuerst sagen, wir dekarbonisieren, dann haben wir plötzlich eine unsichere Energieversorgung. Das kommt für uns nicht in Frage. Wegen dem sind wir auch offen im Moment. Wir sind zwar sehr enttäuscht, dass wir mit erneuerbaren Energien so lange müssen warten, bis der Putin da auf seine Knöpfchen gedrückt hat. Jetzt ist Bewegung reingekommen, oder? Mhm. Aber, wir sind der Überzeugung, dass wir jetzt halt, weil wir so lange gewartet haben, halt vielleicht auch die AKW ein paar Jahre länger müssen lassen laufen, solange sie sicher sind. Das ist natürlich entscheidend. Aber, dass wir irgendwie den Change können schaffen. Also, da sind wir immer einen gewissen Pragmatismus und Offenheit, wo gegen die Grünen am liebsten schon alles viel früher wird abschalten, ohne dass sie einen Plan haben, wie sie das können, ja, die Schweiz sicher versorgen. Ich glaube, das ist immer ganz anders. Wir wollen auf dem Weg bei dieser Dekarbonisierung vor allem auch die Wirtschaft mitnehmen. Das ist ja total spannend, was in den letzten Jahren passiert ist auf Seite der Wirtschaft. Ich bin ja auch Unternehmer und man merkt, das ist total angekommen, das Thema. Die Unternehmungen, die sind zum Teil weiter als das, was wir da in den Gesetzen beschliessen. Mhm. Und das stimmt mich natürlich positiv. Und wegen dem, kann man, glaube ich, sagen, der Albert ist sicher gut, hat er das jetzt übernommen. Und ich habe da total positive Gefühle dabei. Aber er kann dann sicher auch nicht unbedingt jetzt davon ausgehen, dass man noch neue AKW vom gleichen Typus, wie man sie heute hat, oder die man heute verfügbar hat, so schnell in der Schweiz wieder könnten machen. Da würde ich mich also wehren dagegen. Da reden wir vielleicht noch drüber. Aber Stichwort Plan ist gut. Weil du hast einen Plan. Du schaffst, muss sagen, mehrere Jahre schon dran, an diesen Überlegungen, an Berechnungen. Du bist auch Ingenieur. Ich als Historiker habe eine gewisse Hochachtung von Leuten, die können rechnen, oder? Also du schaffst wirklich dran, auszufinden, wie kann man die Dekarbonisierung leisten, den Strom zur Verfügung stellen und auch die AKW dann abstellen, so in rund 15, 20 Jahren oder so. Und jetzt sag uns, wie man das kann machen. Also zuerst möchte ich eine gewisse Demut noch bringen und sagen, ich bin nicht Ingenieur, ich habe eine Elektroplanerlehre gemacht und habe ein Elektroplanungsbüro. Aber es ist eine Berufslehre, die ich gemacht habe. Ich habe nichts studiert, sondern ich habe sehr viel... Das ist fast noch besser. Ich habe sehr viel einfach in der Praxis erlebt. Ich bin jemand, der sich immer daran nicht orientiert. Also ich habe natürlich schon vor 37 Jahren mit meiner Berufslehre dürfen Solaranlage installieren, meinem damaligen Chef in den SAC-Hütten in der ganzen Schweiz, oder? Haben wir das hergetan und der hat immer gesagt, das ist nur etwas für Insellösungen in den Bergen, aber sicher nicht für ein Stromnetz und so. Da bin ich ein bisschen mit der erneuerbaren Energie, ein bisschen wärmer geworden, oder? Aber grundsätzlich habe ich mich eher wieder stark von dem distanziert, weil ich doch vor allem die Elektroplanung gemacht habe und auch das übernommen vor jetzt bald 30 Jahren. Und ich habe mich aber dann immer sehr stark mit dem beschäftigt und einfach geschaut, ja, wie funktioniert das genau, woher kommt die Kilowattstunde, wie kann man vielleicht die Kilowattstunde nicht verbrauchen, ohne dass man irgendwie
dass ich eine Reduktion habe in dem Komfort, oder da ohne dass irgendwie mir das viel kostet. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich wahnsinnig viel Potenzial hat, also die Energieeffizienz. Und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich auch noch ideal ist, wenn man wenig Strom braucht, dass man eben erneuerbar kann produzieren auf mehreren Gebäuden. Und aus diesen Erkenntnissen heraus habe ich dann so eine Roadmap grossen gemacht. Das ist mein veröffentlichter Plan, den du angesprochen hast im 2020, also bevor alle anderen ihrer Pläne, also die Energiestrategie oder beziehungsweise die Energieperspektive vom Bundesrat und all die anderen Szenarien, was gibt. Übrigens hat Daxpo so einen Switcher, Power Switcher heisst der, genau, wo man diese Szenarien kann vergleichen kann. All die sind später gekommen. Wo ich den Plan habe aufgezeigt, wo ich sage, wir müssen vor allem einfach in der Effizienz besser werden. Also Kilowattstunden nicht verbrauchen, weil sie es ja gar nicht bringen. Ich denke da an die vielen Kilowattstunden, die halt nachts laufen, gar nicht mehr im Büro ist oder wo tagsüber laufen. Oder wo wir Gebäude rausgehen. Ja, wo man Gebäude nicht gut isoliert hat oder so. An die, ich glaube, das lohnt sich einfach, dort herzuschauen und die möglichst optimal zu brauchen. Und wenn man mit Effizienz das macht und nachher stark Solar zubaut, dann haben wir eine grosse Chance, das zu schaffen, ohne dass wir am Schluss auf AKWs angewiesen sind. Mhm. Gas, auch das lehnst du ab. Ja, das ist natürlich fossil, oder? Was ich nicht ablehne, sind synthetische Gas oder synthetische Treibstoffe. Im Gegenteil, das ist sogar Teil von meinem Plan. Mhm. Weil wir werden im Sommer viel Überschuss haben aus der Photovoltaik. Und irgendeine auf einer Gasart müssen wir die transferieren im Winter. Genau, saisonal. Das kannst du nicht mit Batterien und nicht mit Pumpspeicherwerk machen. Weil es 13 braucht, oder? Ja, gut. Also, gemäss MPA. Ja, genau. Also gut. Also, Pumpspeicherwerke, muss man sagen, die sind sowieso nur für Tages- oder vielleicht Wochenspeicherung und genau gleich wie Batterien auch. Aber die grossen Speicherseen, die müssen wir natürlich schon noch erhöhen und ein bisschen vergrößern, damit wir mehr Speichervolumen für den Winter haben. Aber darüber hinaus, sage ich nicht, tun wir doch die Überschüsse im Sommer statt abregeln oder vergüten, gescheiter umwandeln, synthetische Treibstoffe und Gas. Wir werden ja dann wahrscheinlich auch in Zukunft noch fliegen. Wir werden schwere Baumaschinen haben, die wir vielleicht eher mit synthetischen Treibstoffen betreiben, statt mit Batterien. Mhm. Und der glaube ich, ist das ein guter Weg. Und die Power-to-X-Technologie oder eben synthetische Treibstoffe, die ist erfunden, die gibt's. Sie ist noch nicht gross skaliert, das muss man sagen. Das ist so, das kostet auch etwas, in das zu investieren. Aber ich meine, ich sage, warum machen wir nicht in Mühlenberg jetzt so ein Power-to-X-Kraftwerk, X-to-Power, wieder zurück. Mhm. Da hätten wir die ganzen Stromleitungen, es wäre alles vorhanden. Wir hätten die Möglichkeit, da ein bisschen vorauszugehen. Wir haben unsere Urgrossväter oder noch früher haben dann die Staumauern gemacht, wo sie gesehen haben, wir werden diese Bahn elektrifizieren. Mit all dem ganzen Konzept. Das war politisch entscheidend, mutig. Hat etwas gekostet, dem, viel gekostet. Aber wir haben es gemacht. Und wenn wir das jetzt aber auch machen. Aber natürlich finanziert. Ja, ich mitfinanziere, aber seine gleich politische Unterstützung ist doch recht gross gewesen dann, oder? Ich finde, es wäre vielleicht jetzt so ein guter Moment, so mit die Richtung gehen, wenn man von Grosskraftwerken redet, vielleicht eher von solchen würde ich reden, als wieder von AKW. Ich will noch vorne anfangen, weißt, mit dem Stromverbrauch und mit der Effizienz. Du hast in einem Artikel geschrieben, man könne 40% Strom einsparen, oder? Und es ist mir nicht ganz klar geworden, ich meine, es gibt Experten von der ETH, die sagen, aber wenn wir alles dekarbonisiert, insbesondere Verkehr und Wärme, oder? Dann brauchen wir 30-50% mehr Strom. Also, das widerspricht sich nicht. Also, das ist hast du das nicht eingerechnet, sozusagen? Also, ich habe beides gemacht, oder? Ich habe zuerst mal gesehen, wir brauchen mehr Strom, tatsächlich, weil wir elektrifizieren den Verkehr. Wir elektrifizieren ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Das wird mehr Stromverbrauch geben, völlig klar. Aber wir müssen auf dem, was wir heute schon haben und auch auf dem zukünftigen Versuch, die Effizienz gleich anzuwenden, oder? Und das Bundesamt für Energie sagt selber in der Studie, bis zu 40% kann man machen. Übrigens bei uns, das glaubt fast niemand, aber da bist du herzlich eingeladen, das zu schauen. Bei uns sind wir bei 80% reduziert. Stromverbrauch. Und zwar nur also mit dem Bürogebäude in Frutigen. Ja, Wohn- und Bürogebäude. Nur mit schlauen Massnahmen, mit dem, was man halt einfach den Bewegungsmelder nicht nur für das Licht zu löschen oder das Zurückzudimmen aktiviert, sondern auch noch gerade für, wenn niemand mehr im ganzen Haus da ist, einfach, dass das Zeug abschaltet, wo da immer durchläuft, oder sonst. Und das ist eigentlich etwas, was wahnsinnig ist. Also ich sage, es ist mehr als 40% möglich, aber ich habe jetzt mal auf die 40%, die das Bundesamt für Energie auch in den Bericht sieht, das ist möglich, habe ich mich eingeschossen. Also das heisst, die Massnahmen muss man machen, wenn man ohne Energie, also Stromeffizienz, einfach würde elektrifizieren jetzt,
Auto alle genau. zusammen und die Häuser heizen, indem sie mit Wärmepumpen, dann würden wir weit über 100 Terawattstunden brauchen. Wenn wir hingegen Effizienz eben machen entsprechend, dann schaffen wir es vielleicht auf, sag jetzt mal, 80, 90 Terawattstunden zu stehen kommen, irgendwann, und heute sind wir bei 60. Also es wird mehr brauchen als heute. Genau, da sind wir ja bei diesen 30-50% mehr, wo viele sagen, oder ja. werden wir brauchen. Und jetzt, wie stellen wir den her, die 80, 90 Terawattstunden? Woher kommen denn die, eben wenn eigentlich insbesondere die grossen Atomkraftwerke nicht mehr laufen sollen? Also die kommen natürlich vorwiegend aus der Wasserkraft wie bisher, da sind wir irgendwie bei 30, 35 Terawattstunden, oder? Und das Potenzial von der Solarenergie ist über 100 Terawattstunden in der Schweiz, oder? Und wir haben mal drin genommen, dass man etwa 45 so Grössenordnung sollte Solarenergie machen. Mhm. Und spannend ist noch, es ist jetzt auch so im Wandlerlass, sowohl vom Ständerat wie auch vom Nationalrat mit 45. Ist mir 45 gegangen. Das ist, hat man dir gesagt, dass es von dir herkommt? Aber das nicht von mir kommen. Aber es ist wirklich spannend. Das ist genau das, was meine Berechnung zeigt. Und das haben sie jetzt auch reingenommen. Also ich glaube, mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen erkannt, was man ungefähr mit dem machen kann. Und wie viele Quadratkilometer sind denn das, Solarpanel? Ja, das kann man nicht genau so sagen, oder? Weil es kommt ein bisschen darauf an, was man macht, wenn man Dächer macht, oder? Wir sind auf den Dächern oder Fassaden haben wir 67 Terawattstunden Potenzial. Die geeigneten Flächen. Mhm. Und da habe ich mal gedacht, das wäre wahrscheinlich irgendwo 30, 35 Terawattstunden, so die Hälfte von dem. Würden wir dort probieren, jetzt abzuholen? Weil Gebäude müssten ja sowieso saniert werden. Die Dächer sind vielfach sowieso sanierungsbedürftig. Also, wenn man dann schon Ziegel auswechselt, dann kann man gerade eine Photovoltaikanlage drauf tun. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Anteil, wo wir an Infrastrukturen machen in der Schweiz. Und im alpinen Raum, jetzt mit dem Solarexpress, den wir gemacht haben, wo man wahrscheinlich auch ein paar Anlagen wird erstellen, wo vor allem ein Winterprofil haben. Und das ist noch wichtig, oder? Das ist entscheidend, oder? Weil, ich glaube, sind alle Experten sich einig. Wir müssen vor allem schauen, dass wir das Winterproblem lösen können. Und dort möchte ich darauf hinweisen, ist es auch noch wichtig, dass man sich konzentriert auf die Monate, wo es dünn wird mit der Wasserkraft. Oder das Coole an der Wasserkraft ist, die hat uns jetzt immer über den Winter geholfen. Natürlich hat sie nicht ganz alles bringen, weil man auch immer Angst hatte, es längt nicht. Also das heisst, wir müssen die Staumauer erhöhen, dass man mehr Volumen hat, oder? Aber, weil die Solarenergie vor allem Mitte Februar, ob es ganz sicher im März, im April, dann, wo die Elbe kommt, jetzt sind die heikelsten Zeiten, oder? Weil ja die Stauseen dann aufgebraucht sind, mehr oder weniger die Schneeschmelze noch nicht eingesetzt hat. Kann man nicht aus der Wasserkraft, aus diesen grossen Speicherwerken gewinnen. Dort ist eben die Photovoltaik phänomenal. Mhm. Die produziert wahnsinnig viel in dieser Zeit, oder? Und je nachdem, wie die Anlage ausgerichtet ist, entsprechend mehr oder weniger. Und mir ist wichtig, dass wir in Zukunft auch bei der Solarförderung vermehrt darauf schauen, das hat jetzt das BFV schon gemacht, dass man wirklich auf die Winterausrichtung, auf steil aufgestellte Anlagen schaut und nicht auf den Peak im Sommer, wo der Strom sowieso fast nichts wert sein wird in Zukunft. Also eben die auf den Dächern im Mittelland, die bringen dann nicht so viel. Ja, sie muss auch Transparenz haben, jetzt müssen wir das schon noch sagen. Ja. Du bist Präsident dann noch von Swiss Solar, ja, klar, vom Lobbyverband von der Solarenergie. Einfach nur, ich habe es vorher schon mal einflecht, aber das muss gesagt sein. Aber jetzt sag, die auf den bestehenden Dächern, oder die 67, wo du dann sagst, etwa die Hälfte machen wir, 35, die bringen ja genau dann nicht wahnsinnig viel. Ja, sie bringen im März, April schon, das sehen wir jetzt, oder? Jetzt ist ja gerade die Zeit, da bringen sie eben schon wieder viel, oder? Was sie nicht viel bringen, ist dann, wenn wir Nebel haben, so ab November, genau. Dezember, Januar, manchmal Februar. Ja, aber im März haben wir auch noch Nebel. Also, ja. Okay, also ich bin natürlich als Oberländer das nicht so gewöhnt. Das ist gut. Guter Punkt. Aber bei uns produzieren wir natürlich hervorragend auch im Winter. Ich habe das auch jetzt in diesem Winter wieder gesehen. Es ist wirklich super. Ja. Klar, im Januar relativ. Aber dann braucht es die in den Bergen, die Grossanlage in den Bergen. Das ist Wahnsinn. Ich meine, hast du das gesehen, die 900'000 Panel, die man auf eine von der letzten Hochebenen im Oberwallis hinzutun. Kannst du das gut finden? Ja, also ich finde mal grundsätzlich gut, dass man sich die Gedanken macht, oder? Und ich kenne das Gebiet sehr gut, weil ich Mountainbike schon x-mal dort über den Safli-Spass bin ich schon 15 Mal oder so. Und ich bin auch schon vom Bintal aus das gemacht, oder auch von dieser Seite, aus dem Gomsuchen. Ja. Dort hat so eine Strasse, oder? Es ist eine gute Strasse eigentlich schon, die dort in das Gebiet geht. Die ist noch fast besser, die vom Gomsuchen als die vom Bintal. Und, ja, das ist nicht so ein berührtes Gebiet, das stimmt. Aber es ist jetzt auch nicht das Gebiet, das man her sieht. Und es ist auch nicht ein Gebiet, das jetzt besonders viel
Biodiversität oder besonders viel irgendwelche Sachen dort wären, wo ich muss sagen, ja, mach doch mal etwas dort. Das ist gar nicht schlecht, oder? Die Frage ist ein bisschen die Ausmass, oder? Und wenn man, da, ich bin 5,6 Quadratkilometer, ja, 900.000. Ich bin ja einverstanden, dass wahrscheinlich das, so wie es der Bodemann hat, denkt, ist das sicher zu gross, oder? Also, das ist, wird wahrscheinlich redimensioniert. Die werden jetzt ja merken, dass sie auch den Strom gar nicht wegbringen und so weiter. Das ist genau. All das ganze Zeugs. Aber ich meine, es braucht immer wieder Leute, die mal einen Punkt setzen und sagen, ja, hey, wir machen jetzt mal etwas in den Bergen, weil es hat natürlich das Produktionsprofil von alpinen Photovoltaikanlagen ist hochinteressant, weil es wirklich im Winter viel bringt. Mhm. Und wir jetzt, ich möchte jetzt wirklich ein bisschen wegkommen von dem, das ist ein Spezialfall dort. Wir haben jetzt ein paar Projekte im Berner Oberland, die nach sind bei den Bergbahnen, also bei den Skigebieten hier, wonach sie von Infrastruktur, wo man eigentlich das problemlos machen kann, wo man kann sagen, ich habe zum Beispiel Gstaad, mehr oder weniger, dort ist ja ein Projekt, das versorgt eigentlich ganz Sahne Gstaad, dann schlussendlich mit Strom, inklusive Bergbahnen, auch im Winter. Es hat ein Projekt in Adelboden, wo man da hat, sie prüfen im Moment in Grindelwald, Projekt, also, das sind total interessante Sachen, wo man weniger die Problematik hat. Also, man hat schon Eingriffe in die Landschaft, weil man schon Strommasten hat, man hat Seilbahnmasten, man hat ganz viel Infrastruktur, die man schon hergestellt hat. Da denkt man, sollten wir es probieren. Mhm. Jetzt sagen die Betreiber, ja, wir brauchen aber 60% Subventionen, oder? Also, es ist ein wahnsinnig teurer Strom am Fluss, wo man in den Bergen macht, oder? Also, ja, also, das ist, also, es heisst bis 60%. Ich gehe davon aus, dass das Bundesamt für Energie nicht 60% wird so dem Schluss zahlen, aber es heisst, bis 60% können sie gefördert werden. Ja. Und das ist viel. Da bin ich völlig verstanden. Ja. Also, der Betreiber von Gondosolar, der hat uns gesagt, wenn sie nicht 60% überkommen, machen sie es nicht. Oder? Weil es sich sonst nicht rechnet. Wir werden es sehen. Ja, Gondosolar ist natürlich auch ein cooles Projekt in dem Sinn, aber es ist ein bisschen ab vom Schuss. So wieder dort haben wir eine grosse Zulätung, die man muss machen muss. Relativ weite, oder? Ich habe das mal im Detail angeschaut. Und darum habe ich vorhin gesehen, ich unterstütze die Projekte im Grundsatz alle, wenn sie irgendwie finanzieren können. Ich bin eher dagegen, dass man sie viel zu hoch subventioniert. Mhm. Und ich bin wirklich dafür, dass man schaut, dass man wenigstens jetzt die macht, die Infrastruktur nach sind, oder? Wo man schon und einen Eingriff in die Landschaft schon gemacht hat. Ich glaube, auf das geht es jetzt darauf ab, dass man das in den nächsten paar Monaten das ein bisschen aussortiert. Und dann spielt auch Windenergie spielt eine Rolle. Also, die Grünliberalen, also, bei deinem Plan, glaube ich, nicht so wahnsinnig, aber die Grünliberalen, die wollen 1100 Windturbinen bis ins Jahr 2030. Das würde heissen, jedes Jahr 100 neue Windräder. Und jetzt haben wir 41 in der Schweiz. Ja. Also, Entschuldigung. Das weisst du selber, dass das nicht geht. Das werden wir nicht machen. Also, ja, in meinem Plan habe ich bewusst aus diesen Gründen, auch gerade weil die Windenergie sehr viel Widerstand erfährt aus Bürgerkreisen, und zwar von links bis rechts. Das ist noch spannend, oder? Es ist ja gar nicht unbedingt Parteifarbe, die da eine grosse Rolle spielt. Überhaupt nicht. Habe ich extra zurückhaltend das genommen. Aber das Potenzial von der Windenergie ist viel grösser, als das man immer denkt. Ich bin den Winter mal oder letzten Herbst war es in Uri, beim lokalen Energieversorger, der hat erzählt von seinen Windrädern, die er vor, ich weiß nicht wie viele Jahre hat installiert. Die produzieren hervorragend. Das ist wirklich erstaunlich gewesen, auch mit wie viel Leidenschaft, dass der örtliche Verteilnetzbetreiber zuständig, der das hat vertreten, hat das mit Leidenschaft vertreten und gesagt, hey, es funktioniert im Fall gut und die können da andere Mat bis zu einem gewissen Teil aus dem versorgen. Und ich glaube, wir müssen einfach dort auch eine Offenheit haben, sagen, ja komm, also, warum sollen das die Deutschen können und alle die können, und wir können das nicht? Weil es mehr Wind hat an der Nordsee. Ja, natürlich, aber die Deutschen haben ja im ganzen Land. Ja, so sind sie im ganzen Land, gell. So. Ja, aber die Anlagen in Uri, das ist ein gutes Beispiel. Die stehen zu 90% von der installierten Leistung, bringen sie nicht. Ich habe das nicht überprüft. 12, 13, 15, aber, so, dort sind's. Also, da würde ich jetzt mal deine Zahlen unkommentiert lassen, aber, ich sage, sie bringen dann etwas, wenn es eben viel wert ist und vielfach. Und das ist eigentlich gut. Und ich denke mir, die Windpotenzial, ich bin kein Windspezialist, darum bin ich auch bei Solarenergie im Präsident. Aber ich bin total dafür, dass man alle Erneuerbaren, auch das Wasser, überall, wo man kann, nutzt, Windwasser, Sonne, ist alles gut. Biogas, Biomasse, ist alles gut, aus meiner Sicht, müssen wir machen. Und ich bin auch bereit, gewisse Konzessionen im Landschaftsbild halt einzugehen. Gerade bei den Solaranlagen und gerade beim Wind, oder, haben wir reversible Anlagen.
Das kannst du wegnehmen. Wenn unsere nächste Generation. Aber im Kind, Boden bleibt's. Wenn wir Kinder, ja, aber das ist jetzt also, ich sage jetzt mal, ein Fundament, ist jetzt also nicht der grosse Punkt, oder? Und, hast du das Fundament von so einer Windanlage schon gesehen? Das ist ja 30 Meter Durchmesser. Ja, ja, das 300 schon, Kubik Beton. Ich hab's gesehen. Ich bin Gotthard gewandert letzten Sommer und das ist da sehr nachher. Das ist schon grob, ja, das ist so. Also, aber theoretisch kann man es auch das wegnehmen. Also, es ist nicht so, dass das jetzt irreversible Schäden sind. Oder, und das ist schon nicht ganz das Gleiche wie ein Talflut mit einem Stausee, einem Neuen oder irgendwie so etwas. Und es ist halt auch nicht das Gleiche, das möchte ich halt gleich auch sagen, wie wenn wir, fossile Energie verbrennen, wo man halt Klima, und ich glaube, das ist zum Glück jetzt mittlerweile von allen ein bisschen akzeptiert, oder, ja, dass man, glaube ich, schon will, klimaneutral werden oder möglichst klimaschonend unterwegs sein. Und auch bei den AKW, oder, wo wir 1000 Generationen von Leuten noch haben, die dann noch zu diesen Abfällen schauen sollten, wo wir Endlager-Thematik... 2006 hat Moritz Leuenberger den Entsorgungsnachweis im Bundesrat gebracht, dass es möglich ist, um es zu machen. Und die Finnen also machen es und Schweden machen es. Das ist ja kein Problem. Ja, es ist, das kann man so sagen. Ich sage, rückholbar werden sie sicher müssen bleiben. Ich bin nicht der Meinung, dass man sie einfach unrückholbar Schweden machen es anders, aber da bin ich auch skeptisch. Okay, sind wir uns da einig. Ja. Und wenn man sieht, man macht eine rückholbare Sache, dann glaube ich, muss man einfach auch die Kosten von dieser Rückholbarkeit und so muss man einkalkulieren und sagen, ja, das müssen noch viele Generationen dazu schauen. Jetzt ist auch klar, oder? Da gebe ich dir auch recht. Wir haben die Abfälle jetzt ohnehin. Ja. Also, ja, ob wir jetzt das noch ein bisschen länger machen oder noch ein bisschen mehr, über das kann man sich streiten. Aber ich bin der Meinung, irgendwann müssen wir aus dieser Technologie raus. Und für mich ist es besser früher als später. Aber was ich auch nicht auf das Spiel setze, ist Versorgungssicherheit. Einfach, dass man da so als Commitment von mir kannst hören. Das ist für mich klar. Wir müssen sicher sein. Da könnte man ja sagen, technologieneutral. Also, wir irgendwo durch, jetzt haben wir halt so einen komischen Artikel 10 im Energiegesetz, der sagt, kein neues Atomkraftwerk. Oder? Ich meine, wenn die grünliberalen Parteien auch vom Fortschritt sind, dann müssen die eigentlich gegen den Artikel sein, wo so sehr ideologisch daherkommt. Ja, er ist halt einfach auf die Technologie bezogen, die wir heute haben, oder? Wenn und was, meine Informationen sind, ist einfach, dass man keine neuen Technologien in Aussicht hat, die wirklich marktreif sind, die Nachteile nicht mehr haben, die heutigen haben. So muss ich es vielleicht zusammenfassen. Sobald die rum sind, helfe ich sofort, dass wir da auf den Artikel zurückkommen. Das ist absolut kein Problem. Aber es ist jetzt ohne Not. Weil, wenn man ja jetzt sieht, dass niemand in so etwas investiert, niemand will das machen. Ja, wenn es 60% Subventionen gibt, wie bei der Solarenergie, wahrscheinlich schon. Also, ich nicht, aber es gibt sicher, ja. Ich weiß es nicht, oder? Ich glaube, es ist nach wie vor so, dass es sehr risikoreich ist und gerade in der Schweiz. Wenn man mit all diesen Verfahren, die man müsste machen, muss Volksabstimmungen und so weiter. Das sind alle politisch natürlich. Ja, natürlich, aber wir sind eine Demokratie, die so funktioniert. Ja. Und da wünsche ich allen viel Glück. Ich sage mal, jetzt sind wir, schön ist, wir sind uns einig, dass wir eigentlich im Solarbereich und im Wasserbereich starke Vorwärts machen. Das ist schön, jetzt zum Beispiel auch im Mantel lassen. Die Grünen, aber die Grünen-Liberalen sind dort dabei. Ja. Wir sind voll dabei dort. Und wir wollen wirklich in diesen Bereichen vorwärts machen. Jetzt lassen wir uns mal den Beweis, das hat der Albert ja auch gesagt, den Beweis mal bringen in den nächsten paar Jahren, dass wir dort richtig können zubauen. Wir haben letztes Jahr eine Terawattstunde zusätzlichen Solarstrom verbaut in der Schweiz. Eine Terawattstunde. Und wir werden es dieses Jahr übertreffen. Unser Ziel ist, auf 2 Terawattstunden pro Jahr zu kommen. Mühleberg hat übrigens 3 pro Jahr produziert. Also in 2-3 Jahren hat man so ein Mühleberg, wie es jetzt natürlich schon also wie soll es ja, aber wenn man es hätte, brauchten wir Bier nicht. Dann brauchten wir die Gasturbine im Bier brauchen wir nicht. Das wunderbar. Das glaube ich nicht, dass das genau die 300 Megawatt. Es ist natürlich, also Leistung ist ja sowieso viel zu klein von Bier, oder? Das muss man auch noch sagen. Weil dann, die von Mühleberg ist grösser, ja. Ja, aber nicht viel, oder? Also, die Leistung ist sowieso nicht so gross von der Kernkraftwerk. Was die der Vorteil ist, dass sie natürlich permanent produzieren. Genau. Der Vorteil, der noch heute ist, wird später ein Nachteil werden. Weil sie nachher auch zu Zeiten produzieren, wo der Strompreis sehr, sehr tief wird sein und wir einen grossen Überschuss werden haben. Und dann, glaube ich, wird es auch für das Finanzieren sehr, sehr schwierig für sie. Und das Ganze, wenn wir noch schnell letzte Runde wegen der Netzkosten, oder? Das ist mir aufgefallen, ich habe die Sachen gelesen, zum Beispiel den Mantelerlass in der Frühlingssession, oder? Ich meine, das ist schon noch verrückt. Insgesamt kostet der Ausbau, der nötige Ausbau vom Netz 87 Milliarden Franken. Und dass wir alle dann auf dem Netzzuschlag oder so finanzieren. Und den braucht man natürlich insbesondere wegen der dezentralen Stromproduktion. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und es ist viel mehr. Vor 6 Jahren haben wir über die Energiestrategie abgestimmt.
Da hat man uns gesagt, das kostet nur 40 Franken. Ja, das ist ja das Argument, das hinkommt, oder? Ich möchte einfach dort noch etwas dazu sagen, oder? Das ist nicht nur wegen der dezentralen Produktion, aber das okay. Netz müssen ausbauen. Erstens hat es alte Netze, die müssen wir ohnehin erneuern. Ja. Zweitens hat es, die EU hat jetzt beschlossen, aus dem fossilen Verbrennungsmotor auszusteigen. Also wir werden elektrisch fahren, das ist ziemlich Konsens mittlerweile auch bei der Autoindustrie, die werden aussteigen. Also werden wir ja müssen die Autos laden. Und das werden wir also typischerweise nicht direkt beim AKW vor dem Haus machen, sondern dezentral, logischerweise dort, wo wir wohnen, dort, wo wir arbeiten. Das heisst, die Netze müssen wir ohnehin ausbauen und auf das anpassen. Ich sage jetzt immer, jetzt lasst uns den Ausbau so machen, dass wir eine gewisse Harmonisierung von Produktion und Verbrauch schon mal bearbeiten. Haben wir jetzt im Mantelass drin, mit so lokalen Elektrizitätsgemeinschaften, mit virtuellen CFs und so, dass man dort vor Ort schon im Quartier möglichst, wenn man viel Produktion hat, dass sogar das Auto tut, die Boiler tut, was auch immer, die Wärmepumpe. Und das reduziert am Schluss die Netzkosten. Wegen dem kann man nicht sagen, wir hätten keinen Netzausbau, wenn wir jetzt nicht dezentral die Photovoltaikanlagen machen. Und das Letzte ist noch in dieser Studie, sieht man auch vom Bundesamt für Energie, das smarte Netze, genau das, was ich vorhin gesehen habe, wo man eben dezentral die Geschichte ein bisschen besser harmonisiert, mit geschickten Tarifanreizen das macht, das sogenannte Smart Grids. Das Ganze, dass es dann 19 Milliarden günstiger kommt. Also, das ist doch dann noch namhaft. Dann dürfen wir aber nur duschen, wenn die App sagt, ich darf duschen. Ja, hab ich. Nein, das ist, also, oder ich wohne ja in einem solchen Haus, das so gesteuert ist. Und das ist also im Fall ein perfekter Komfort. Ich habe übrigens so eine Sauna. Ich dusche und dann dusche ich. Ich habe übrigens so eine Sauna und ich bin total Verfechter von einem Leben, das darf durchaus auch komfortabel sein. Okay. Absolut. Ich will mich nicht beschränken. Gut, das Auto können wir vielleicht auch mit Power to Gas fahren, oder? Also jetzt müssen wir noch, das, wo du angefangen hast, müssen wir schon noch zu Ende machen. Ich meine, die Technologie, du sagst, ist in den Kinderschuhen. Und vor allem, sie braucht wahnsinnig viel Strom. Also irgendwie 70% geht verloren. Ja. Mindestens jetzt. Du sagst einfach, ja, im Sommer haben wir so viel Strom, dass das nicht drauf ankommt. Das ist ja so eine kleine Verschwendungs-, also das ist noch verrückt. Irgendwie, das widerstrebt einem, also jetzt mir halt doch irgendwie. Es ist ein schlechter Wirkungsgrad, oder? Aber ich habe es am Anfang schon gesehen, mir ist wichtig, wir wollen hier möglichst klimaneutral fliegen können. Es wäre auch mein Ziel. Ich finde, ich will doch gerne in die USA können oder auf Australien in der vernünftigen Zeit, ohne mit dem Schiff zu gehen und so. Ohne, dass ich muss denken, Kopf zu machen. Also für den Handel ist es wichtig. Ich finde, wir müssen sowieso, die Technologie wird massiv in den nächsten Jahren zulegen und die wird kommen, oder? Und wegen dem ist es auch sinnvoll, dass wir die überschüssigen Ströme, die wir haben, dass wir die jederzeit umwandeln und so nutzt. Aber der Wirkungsgrad aktuell ist mit 30% natürlich sehr schlecht. Es ist einfach dort gerechnet, oder, dass man aus Strom so einen letzten Treibstoff macht und am Schluss wieder zurückholt. Strom, wenn man es zweimal ändert, braucht es natürlich einen schlechten Wirkungsgrad. Aber das wird erstens noch besser und zweitens kann man ja auch noch ein bisschen sinnvoller vielleicht mit dem Ganzen eingehen, wenn man zum Beispiel Wärmekraftkopplungen macht. Also dann, wenn man Strom produziert, auch noch gerade Wärme dazu, wenn man so Dinge betreibt. Also gibt es schon noch ein paar Anwendungen, die das Ganze noch ein bisschen verbessern können. Aber ja, Worst Case bei mir mal gerechnet zum Zeigen, es geht auch so. Das finde ich als Gute, das haben wir ein paar Mal schon darüber gehört. Bei deinem Plan, dass du relativ konservativ rechnest, weil sonst in der Energiepolitik sehr viel einfach irgendwelche Luftschlösser produzieren. Und wir werden die Dekarbonisierung, die Elektrifizierung nicht anbringen, wenn wir irgendwelche Luftschlösser haben. Ich bin nicht verstanden. Oder? Ja. Und wenn wir irgendwann, du sagst auch, wenn eine neue Technologie wird kommen bei der AKW, werden wir vielleicht irgendwann Mitte 30er Jahre zum Schluss kommen. Ja. Es braucht es halt. Oder ich meine, wenn Christoph Brandt von der AXPO oder auch andere Experten sagen, es fehlt uns halt immer noch Strom im Winter. Also der Lino Guzzella hat das präsentiert, die Sornet-Studie von der ETH oder eben den Christoph Brandt. Wir brauchen grosse Kraftwerke, die einfach Bandenergie liefern. Ich meine, wir werden es sehen. Also es sieht ein bisschen anders, weil wenn man so viel stochastische Energie und da stehe ich wirklich dazu. Solarenergie ist nicht eine Bandenergieproduktion. Sie produziert unterschiedlich, je nachdem, wie die Situation ist, Wetter, was auch immer, Saisonalität. Aber für auf das zu reagieren und das zu ergänzen, braucht es ein Kraftwerk, wie man sie mit der Wasserkraft hat, wo man kann, wie mit dem Gaspedal, sagen, jetzt tun wir dazu, jetzt nehmen wir weg. Und da ist ja genau die Bandenergie falsch, oder? Die produziert einfach durch, die kannst du nicht regulieren. Und darum finde ich auch die Power-to-X oder X-to-Power-Technologie spannend, weil der kannst du eben auch mit dem Gaspedal in dem Sinn steuern und sagen, so viel will ich jetzt dazugeben oder so viel nicht. Und dann kannst du eigentlich die perfekte Ergänzung machen zur Solarenergie. Das Gaspedal ist ein gutes Stichwort, wir müssen noch über das zweite Thema reden. Über die Beziehungen von der Schweiz zu der Europäischen Union. Letzt
Mittwoch der Bundesrat sagt, er will jetzt Eckwerte erarbeiten. Ihr habt das in einer Medienmitteilung befürwortet. Wohl, ich sage jetzt fast bejubelt. Nein, mit wenig Euphorie. Wenig Euphorie, wieso? Mal, ja, es ist ja gut, dass er jetzt das macht. Das ihr hättet lieber, gerade sofort. Ja, sicher. Für mich ist völlig klar, das ist jetzt einfach all die Schritte, die wir machen, wir sind eigentlich noch keinen Schritt weiter, wenn man ganz ehrlich ist. Natürlich. Die gleichen Probleme, die sich beim Einsteigen, die sind immer noch, sind wir uns ja schon sogar einig, oder? Sie sind immer noch vorhanden, sie sind immer noch unantastet und ungelöst, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Sie sagen zwar schon, wir führen ein Gespräch, aber wenn man, ich habe noch mit den Gewerkschaften geredet und so, sie haben noch nichts. Also, das ist überhaupt nichts vorhanden in Bezug auf Lohnschutz, der jetzt besser wäre als vor 3 Jahren. Oder wenn es war, schon 4, 5 Jahre. Es geht ja sehr schnell, es ist ja 23. Darum ist es ja eigentlich völlig ein Irrglaube, dass man jetzt das Gefühl hat, mit dem können wir dann, ohne, ungeschoren in dem Sinn, ohne dass man irgendwelche Konzessionen macht in diesen Bereichen, können wir dann etwas über von der EU. Also, darum finde ich, Bundesrat ist sehr blauäugig unterwegs, wenn er das so. Super, finde ich auch. Aber was würdest du in die Eckwerte hineinschreiben? Eben letztlich, dass man Konzessionen macht? Also, wir werden müssen innenpolitisch auch über das reden und gewisse Konzessionen machen. Weil? Sonst überkommen wir keine. Ja, das, wir müssen es sehen. Oder ich sage nochmal, so wie es Insta wäre ausgestaltet gewesen, wäre es recht gut gewesen, wenn wir dann ein bisschen selbstbewusste Umsetzung hätten gemacht. Und dann sieht man über den Lohnschutz, den verteidigen wir so. Und es nicht hätte reinschnurren beim öffentlichen Beschaffungswesen, oder, wo ja jetzt auch wieder kommt, oder, oder auch bei der Staatsbeihilfe, bei all diesen Geschichten, die so sind. Kantonalbanken, Gebäudeversicherung. Genau, oder? Da hätten wir einfach auch ein bisschen müssen. Weil, oder, wenn man sieht, die EU, in ganz vielen Ländern ist es ja bei ihnen auch so, dass sie Sachen dulden, die, sag jetzt mal, mindestens grenzwertig wären. Wir müssten ja nicht unbedingt der gerade überall Musterschüler sein. Das wäre jetzt unsere Umsetzung, oder? Dann landen wir beim EuGH. Ja, das landen wir wahrscheinlich kaum, weil die anderen landen ja auch nicht dort. Also, braucht ja noch viel, dass man am Schluss dort landet. Und wenn man schaut, wie viele Fälle dass es auch international gibt, die dort landen, das ist extrem wenig. Und darum habe ich da nicht so Angst gehabt vor dieser ganzen EuGH-Thematik, fremde Richtergeschichte. Das ist von mir aus gesehen, in der Regel einigt man sich sowieso vorher, oder gibt es irgendwelche Vernunft, die eingekehrt und wir finden eine Lösung. Also darum, also, ich finde, das ist ein bisschen, es wird viel zu hoch gehängt als, statt dass wir würden sagen, mit unseren engsten Nachbarn, das ist jetzt nochmal Europa. Mit einem Wahnsinnsausstoß, mit einem ähnlichen Kulturraum oder einem gemeinsamen Kulturraum, dass wir da einfach vernünftige Beziehungen müssen haben. Und das ist doch wichtig. Unsere Wirtschaft braucht das, unsere Forschung. Wir sehen es ja jetzt alle, sie haben sukzessive immer mehr am Aufbegehren, weil sie sehen, oh, wir bekommen nicht mehr die Zugänge, die wir gerne hätten gehabt. Oder machen irgendwelche. Ich höre es nicht mehr so fest. Also, machen irgendwelche. Ja, sie machen natürlich in der Wirtschaft eine Hilfslösung, indem sie Filialen machen im Ausland, dass sie die Zulassungen so machen können. Alles. Aber der Mist ist, wenn die etwas entscheiden, wir sind ja gar nicht am Tisch. Wir können nicht einmal mitschnurren, aber wir faktisch, und das ist ja das Verrückte, übernehmen wir alles mit dem Irrglauben, wir seien dann souverän. Also das finde ich irgendwie ein gut, ich würde halt nicht alles übernehmen, ich würde halt nur die gute Regulierung übernehmen. Oder meine liberale Seele sagt, ich würde die schlechte Regulierung halt von der EU nicht übernehmen. Damit wir einen Wettbewerbsvorteil haben, global. Ja, also jetzt kann man noch darüber streiten, was die gute und die schlechte Regulierung ist. Aber ich bin einverstanden, dass die EU sicher ein Moloch ist, relativ gross, wo man sicher auch in vielen Bereichen überreguliert ist. Bin ich völlig einverstanden. Aber es ist nicht so, dass wir müssen ja sowieso auch mit dem Insta hätten wir nicht alles müssen übernehmen, oder? Aber wir machen im Moment, machen wir faktisch vom Stecker über die Waschmaschine, über die Kaffeemaschine, alles muss irgendwie die Anforderungen erfüllen. Oder Medikamente haben wir jetzt auch, die ganze. Wir müssen alles übernehmen, oder? Schlussendlich. Und hingegen beim Strom zum Beispiel sind wir dann ausgenommen, weil es ein Bisak jetzt auf 1000 zurück. Und das ist, könnte noch recht blöd rauskommen. Aber 1. Januar 25. Ja, genau. Ist ziemlich dramatisch, oder? Und ich finde echt, wir müssen doch jetzt da eine Lösung finden mit denen. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist ein falsches Souveränitätsverständnis in den Köpfen von vielen Leuten. Dass sie das Gefühl haben, wir sind die, die alles bestimmen können. Fakt ist, ob du jetzt die Hände in die Finger nimmst, ob du jetzt irgendwo eine Wärmepumpe installierst, da ist immer Geräte aus dem Ausland, da ist immer mindestens Komponenten. Infrastruktur. Da ist immer das Zeug drin. Und das ist ja auch eine Stärke. Ich meine, unsere Schweizer Wirtschaft hat da extrem viele Sachen, die sie produziert. Geniale Sachen, sehr innovativ. Wo wir können profitieren auch vom Marktzugang in Europa. Jetzt müssen wir über Umwege in den wieder erhalten, im Medtech-Bereich und so weiter.
Wir können das schon. Aber es ist einfach nicht das Optimale. Optimaler wäre, wenn wir eine direkte Integration hätte in den Binnenmarkt und miteinander auf Augenhöhe würden schauen. Ich glaube, ich habe das schon letzte Woche mal gesagt, die EU braucht die mehr Schweiz. Weil wir sind in vielem, sind wir gar nicht, natürlich, aber nicht das überregulieren. Nicht. Ja, aber wenn wir nicht am Tisch sind, überkommen wir ganz sicher nie ein Gehör, oder? Und wenn wir einfach alles so wie übernehmen und einfach als Insel der Glückseligkeit sein oder uns fühlen, was ja gar nicht ist, oder? Dann habe ich das Gefühl, das wird nicht besser. Es wäre besser, wenn wir integriert werden. Aber es geht nicht um Medtech oder um Wärmepumpen. Es geht doch um die Fragen, weißt du, die insbesondere mit der Personenfreizügigkeit zu tun haben. Es geht um den Lohnschutz, es geht um Unionsbürgerrichtlinie. Und wir haben das schon mal erlebt. Ich meine, bei der Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative haben wir erlebt, wie die EU droht. Also wenn ihr da das, wenn ihr zum Beispiel die Schutzklauseln anruft, dann werden wir Massnahmen ergreifen. Also wir haben eben erlebt, dass die politisch-juristische Anbindung, die führt zu einer Einschränkung von der Demokratie. Ich würde eben nicht über Souveränität reden. Es geht um die politische Teilhabe von der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und die ist natürlich schon ein bisschen anders als in Baden-Württemberg. Ja, wir können immer noch entscheiden. Wir haben zwar vielleicht Druck, da gebe ich dir recht. Mit dem Messer am Hals. Ja, mit dem Messer würde ich es so nicht sagen. Es wird Druck geben und dann ist die Option, willst du jetzt Ausgleichsmassnahmen in Kauf nehmen oder willst du jetzt das so machen, wie sie es auch haben. Und ich bin natürlich schwer der Ansicht, dass man auch durchaus in gewissen Bereichen Ausgleichsmassnahmen könnte ich aufnehmen und dass man sich auch noch gegen die könnte wehren, weil je nachdem, bis auf welche Stufe, dass man das machen muss. Aber es gibt gute Argumente und ich glaube, was die Europäer bewiesen, ist, dass sie mit der Schweiz schon Dialog können pflegen und auch mal können zulassen. Es ist ja nicht so, dass sie immer nur mehr ihr Zeug dogmatisch durchdrücken. Ich finde, das ist was denkst, verkürzt. Ich erlebe sie sehr dogmatisch. Also, weißt du, also bei der Umsetzung Masseneinwanderung, hast du das erlebt? Da bin ich vielleicht, das kann sein, oder? Aber ich habe es halt auf niedrigen Stufen, habe ich mit vielen Leuten, die in so verschiedenen internationalen Boards sind, wo es um Standardisierungen geht und so. Und da ist die Schweiz also gut angesehen. Und sie bringt da immer spannende Sachen rein. Das Problem ist jetzt... Auf technischer Ebene, aber das ist extrem wichtig. Aber hier geht es nicht um Demokratie. Ja, aber am Schluss, wenn sie den grössten Mist beschliessen, technisch irgendwie, und nachher musst du sie übernehmen, oder? Dann bist du froh, wenn du vorher hast Einfluss genommen und hast hergebracht. Also, das finde ich. Dort sind sie froh um unsere Expertise, Weil sie hocken in ihrem Büro und kommen nur auf komische Ideen. Aber Mist ist, dass sie jetzt immer mehr dort rausdrängen aus diesen Boards, aus diesen Gremien. Und das darf natürlich nicht sein, weil das ist wirklich nervös. Es ging wie blöder für uns. Und ich habe das Gefühl, mach ein bisschen relaxed, ein bisschen entspannter das Ganze angehen. Aber Brüssel ist ja nicht relaxed. Brüssel ist komplett. Ich muss so relaxter werden, ich bin einverstanden. Aber ja, mal schauen. Jetzt, das Signal, das ja nicht ganz schlecht tönt. Jetzt müssen wir mal hören, was kommt. Aber ich bin der Ansicht, es wird schwierig. Vor allem auch noch, weil sie nächstes Jahr wieder Wahlen haben und weil wieder ihre ganze Zusammenstellung wird auch wieder neu zusammengesetzt. Oder wenn wir nicht vorher durchs Ziel säckeln mitnehmen. Das ist passiert. Ja, aber jetzt, auf das wäre ich noch auf den Zeitplan. Ich meine, das ist extrem. Du willst das vor den EU-Wahlen noch die Verhandlungen werden Jahre dauern, hat auch der Albert Rösti gesagt. Also, natürlich, ich möchte das so schnell wie möglich, da bin ich völlig einverstanden. Dann musst du einfach überall ja sagen. Aber, ja, das ist nicht gut, oder? Aber der hat natürlich jetzt auch sehr lange geschlafen, oder? Jetzt weiss ich nicht, was im Hintergrund Frau Leu alles besprochen hat. Mhm. Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich auch nicht. Ich habe keine Informationen. Wenn da viel schon vorbereitet ist, dass es in eine gute Richtung geht, dann kann man vielleicht den Zeitplan machen. Mhm. Das ist möglich, oder? Aber nur in dem Fall, weil ich bin mit dir einverstanden, einfach mit allem Ja und Amen, das wird nicht funktionieren in der Schweiz, oder? Strommarktliberalisierung muss dann sein? Dafür oder dagegen? Ja, ich bin klar dafür. Einfach jetzt im Mantel lassen, haben wir es nicht reinpacken, weil es das ganze Ding hätte überfordert. Aber wir haben so eine kleine Strommarktliberalisierung nicht da. Als Ersatz in dem Sinn bei den lokalen Elektrizitätsgemeinschaften. Aber ich bin klar dafür, wir müssen unbedingt den Markt liberalisieren. Das Gentech-Moratorium geht eigentlich nicht. Es ist nicht binnenmarktkonform. Ja, also im Gentech weißt du ja, dass wir zum Beispiel gerade bei GLP eine grosse Offerte, zum Beispiel der CRISPR-Cas-Methode gegenüber. Also wir sind dort nicht mehr so dogmatisch, wie man uns mal dürfen vorwerfen, zu Recht, oder? Die sind wir wirklich sehr dagegen gewesen, aber es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die doch zeigen, es gibt vielleicht schon noch ein paar Sachen, die spannend sind dort. Und wie überall, also wir hören gerne auf die Wissenschaft. Unionsbürgerrichtlinie? Muss man das rausnehmen? Muss man das? Das Problem, ich glaube einfach, die Angst vor dieser Einwanderung in unsere Sozialwerke, die ist auch nicht ganz begründet. Wirklich. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich möglich wäre, so wie es. Ich glaube, da müssen wir sicher schauen, dass wir irgendwie uns können,
gewissermaßen auch wehren, dass das nicht passiert. Es ist eine Ausgestaltungsfrage. Aber dass wir Unionsbürger werden, das ist ja sowieso keine Frage. Das werden wir sicher nicht. Die Frage ist eher, ob die zu uns kommen, letztlich faktisch als Unionsbürger uns gleichgestellt werden mit. Ja, also, ich sage, das kommt sehr stark auf Details drauf an. Okay. Muss man anschauen. Okay. Und, überhaupt grundsätzlich, Migration ist das grosse Thema. Wir haben jetzt auch wieder kantonale Wahlen gesehen. Was ist die Position eigentlich von den Grünliberalen? Man fragt euch, glaube ich, gar nie richtig. Also, wir locken es immer weg, gell? Das ist, nein. Was klar ist, für uns ist logisch, wir können nicht die Schweiz als Insel sehen in dem Sinn. Ja. Also, die Schweiz, wir müssen im europäischen Verbund irgendwie Lösungen finden, wie wir mit dieser Migrationsthematik umgehen. Und die beste Hilfe ist halt einfach, wenn wir es schaffen, dass wir auch Entwicklungshilfe machen, wo Ziel erreicht, oder? Da bin ich auch überzeugt, dass nicht alles gut ist, was dort läuft. Aber irgendwie müssen wir alles machen, dass die Migrationsströme reduziert werden. Also an der Quelle, also aus meiner Sicht. Aber das können wir auch nur, wenn wir ihnen dort vor Ort helfen, dass sie auch Zukunftsperspektiven haben. Dass sie nicht, also wenn sie natürlich in gewissen Ländern mit Regimes halt einfach keine Zukunftsperspektive ist, dass da irgendwann der Fall läuft, das würden wir auch machen, oder? Und dann stehst du nicht irgendwann an der europäischen Grenze oder irgendwann an der Schweizer Grenze oder in einem Land. Und ja, dann sage ich dann, wenn wir halt nicht einen Teil müssen wir übernehmen von diesen Flüchtlingen. Und dann ist es für unsere absolute Kernaufgabe, dass wir die auch wirklich integrieren. Weil es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir nur die irgendwelchen Lager haben oder irgendwelche Auffangzentren, wo wir so ewig lang gehen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, jetzt zum Beispiel mit Geflüchteten in die Berufslehre zu nehmen, die zu integrieren. Meine junge Frau aus Afghanistan, oder? Die ist bei uns voll im Team integriert, die kommt mit dem Kopf durch. Das ist alles wie nicht wäre im Fall. Das ist fantastisch. Unsere anderen jungen Leute, die mit dir umgehen, hochintelligent. Die Sprache hat sie noch ein bisschen Mühe, aber sie ist gute Schule sonst. Also es ist wirklich total spannend. Ich glaube, das muss die Aufgabe sein, die wir machen. Und zwar, jeder an seiner Stelle soll versuchen, solche Leute zu integrieren. Das gilt auch für die Ukrainer im Moment. Wir müssen die integrieren. Und die abgewiesen sind, zurückschaffen. Wie kann man das machen? Ja, das ist ja das Riesenproblem, ehrlich gesagt. Oder da haben wir einfach, da sind wir auch auf gewisse internationale Hilfe angewiesen. Wir können das nicht selber machen, oder? Und dort, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Dossier, das ich nicht betreuen im Bundesrat, oder? Wo man muss sagen, das ist wirklich extrem schwierig. Und darum, was nicht kann sein, zum Beispiel, wenn abgewiesene Asylbewerber nicht einmal Berufslehre dürfen fertig machen. Das haben wir ja zum Beispiel im Kanton Bern immer das so. Und das hat also ganz blöde Fälle gegeben, die müssen Berufslehre abbrechen. Aber das ist ja nicht gegangen. Wir hätten sie nicht zurückschaffen können. Was die haben gemacht, die sind abgetaucht am Schluss. Und das ist immer noch in der Schweiz, oder? Und das sind zum Beispiel Fälle, das verstehe ich nicht. Wieso kann man nicht wenigstens denen noch sagen, jetzt machst du die Berufslehre fertig. Du hast nachher etwas im Sack, oder? Und dann musst du eigentlich gehen. Ich meine, natürlich ist völlig klar, wenn es abgewiesen ist, hat man immer die Haltung, ja, dann musst du gehen. Aber das durchzusetzen, da sind wir angewiesen auf internationale Hilfe. Das können wir nicht selber. Aber je mehr Leute halt können da bleiben sowieso, desto mehr kommen da auch. Weil man weiss, okay, sogar wenn es abgewiesen ist, kannst du bleiben in der Schweiz. Das ist natürlich schon noch ein schwieriger Mechanismus. Ich weiß nicht sicher, ob sich das umspricht irgendwo in Eritrea wirklich tatsächlich. Ich bin wirklich nicht sicher. Oder in Afghanistan. Es ist einfach die Frage, die kommen doch aus Verzweiflung und die landen dann dort, wo zufälligerweise sie landen. Und einen Teil müssen wir übernehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Anreize schaffen. Also wenn man mal in die Länder geht, habe ich nicht das Gefühl, dass die sich von so Anreizen aus dem Land ziehen. Sondern die wissen einfach, hier ist nichts gut, ich will hier weg. Oder? Und deswegen glaube ich nicht so an das Geschichtchen von diesen Anreizen, oder? Aber ich bin natürlich einverstanden. Wir müssen möglichst konsequent sein in dieser Asylumsetzung. Das darf nicht sein, dass man die nicht zurückbringt. Aber wenn es international nicht möglich ist, weil man halt sieht, wir verstoßen nachher gegen Menschenrechtskonvention oder was auch immer, dann müssen wir sie halt hier behalten, oder? Jürg Grossen, merci vielmals für das Gespräch. Alles Gute im Wahlkampf. Es wird noch ein toughes Jahr, glaube ich, für alle Beteiligten, für Parteipräsidenten besonders. Und ein anderes Mal. Merci. Danke vielmals, Dominik. Vielen Dank. Merci.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann dünnt einen Daumen da, lasst einen Kommentar unten dran an, dünnt den Kanal abonnieren, geht auf nebelspalter.ch, dünnt dort vielleicht kommentieren. Danke vielmals fürs Zuhören und bis auf nächste Woche mit wieder einem interessanten Gast direkt aus dem Bundeshaus.